Die gezeigten Handlungen widerspiegeln in keinster Weise den Alltag am Stromberg-Gymnasium. Der Film dient ausschließlich zu Unterhaltungszwecken. Kartoffelbrei. Du solltest aufpassen, was du sagst, Sven. Ist mir doch scheißegal, ob die mich hören oder nicht. Ist schließlich die Wahrheit. Die Wahrheit bringt dich ja auch nichts weiter, Sven. Das solltest du inzwischen genauso gut wissen wie ich. Es wird immer schlimmer hier drin, findest du nicht auch? Ich meine, dieses ganze Gerede von Strenge und Disziplin, von Gehorsam, so ein Bullshit. Gefügig wollen wir es machen. Und ich meine, das Fraß hier drin, dieser Fraß, dieses Essen, so ein Scheiß. Eine Tyrannei ist das. Nicht mehr und nicht weniger. Sven! Was? Was haben wir denn hier? Gar nicht. Hände ausstrecken! Hände ausstrecken! Aufstehen! Hände ausstrecken! Ein Handy. Na, ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Abführen, komm mal. Nein, nicht die Arrestzelle. Nein! Halt dich da raus, wenn du nicht zu enden willst wie er. Wir sind doch nur Menschen, verdammt. Wir sind Gefangene, nicht mehr, nicht weniger. Aufstehen! Mitkommen! Was zum... Loslassen. Mitkommen! Loslassen! Ich habe nichts getan! Ich habe doch nur den Stift fallen lassen! Das sage ich dir jetzt ein einziges Mal. Ich kenne solche Leute wie dich. Die sind ungehorsam und undiszipliniert. Und alle haben sie irgendwann gelernt zu gehorchen. Und das wird mit dir auch geschehen. Entweder auf die harte Tour oder auf die sanfte. Mich werdet ihr nicht brechen. Ich breche aus! Ich verschwinde hier! Gut, dann auf die harte Tour! Ganz schön mutig von denen, so einen Abstand zu machen, oder? Das ist einfach nur idiotisch. Ich meine, werde direkt in die Arrestzelle. Okay, sorry, ich meine ja nur... Hast du jetzt endlich den Grundriss beschafft? Darum wolltest du dich auch kümmern. Nein, ich habe gesagt, du sollst es machen. Na und? Ich lasse mir doch nicht schon die Befehle. Vielleicht, dass wir uns alle hören. Nee. Sehr gut, Boss. Wir schaffen das einfach nie. Es gibt so viel Zeug, was wir noch machen müssen. Das können wir nicht zu zweit machen.
Weißt du was? Wir sprengen einfach ein riesiges Loch in diese scheiß Eingangstür rein und bumm, alle frei. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hallo, wenigstens bringe ich Vorschläge. Gehen wir jetzt zu anderen. Wir brauchen Hilfe. Aber wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir dabei nicht auffliegen. Und wer fällt dir da ein, von dem du sicher weißt, dass er uns bei unserem Ausbruch helfen würde? Nee, oder? Doch. Nicht der. Doch, ich glaube, dieser Severin... Nein! Der hat das gewisse Etwas, das wir brauchen, um hier rauszukommen. Doch. Weißt du was? Dann mache ich sie ohne dich. Naomi, warte. Okay. Ich wusste doch, dass du nicht so dumm bist, wie du aussiehst. Mhm. Komm her. Ich sag's dir. Wir schaffen das. Wir kommen hier raus. Bestimmt. Gefühl dabei. Was, wenn die Nachricht von den Werbern kommt, um herauszufinden, wer deine Komplizen sind? Warte mal. Hä? Wer ist das jetzt? Ist der das überhaupt? Ach, warum hab ich mich wieder dazu überreden lassen? Hey, da kommt jemand. Ich hab doch gesagt, du sollst alleine kommen. Wer ist es? Und wer will das wissen? Naomi, Vanessa, wir wollten eigentlich was mit dir besprechen. Ja. Wer ist das überhaupt? Ich, Benjamin. Und können wir dir überhaupt vertrauen? Ich, Benjamin. Ja, könnt ihr. Okay, also der eigentliche Grund, warum wir mit dir sprechen wollten, ist, wir haben neulich deinen kleinen Protest gehört und ja, wir konnten schon gut raushören, dass du vielleicht ausbrechen willst. Naomi und ich, wir planen schon länger einen Ausbruch, aber ja, irgendwie... Naja, das Ding ist einfach, die kriegst du zweit nicht gebacken. Und deswegen brauchen wir jetzt genau deine Hilfe. Und damit meine ich auch nur deine Hilfe. Wieso ausgerechnet ich? Wir dachten einfach, du bist wahrscheinlich der Einzige, der bereit wäre, so ein großes Risiko aufzunehmen. Und naja, Naomi, wir jetzt dachten, dass du vielleicht am geeignetsten für uns bist. Na gut. Ich werde euch helfen. Und Ben genauso. Was kann der denn? Also, ich kenne mich sehr gut mit Computern aus, Laura. Oh, wow. Und dann erstellst du uns ein paar Excel-Tabellen, oder wie? Das bedeutet, ich kann mich ins System hacken. Ja, okay. Bis dabei. Leute, ich sag's euch. Bald sind wir hier draußen aus diesem Drecksloch. Werden wir. Neu? Denk schon. Hab ihn zumindest vorher noch nie hier gesehen. Irgendwie gefällt mir der nicht.
ist dein Problem, hä? Wir müssen schauen, dass der uns nicht in die Quere kommt. Hey, Naomi und Ben müssen nur noch den Hack auf die PCs aufspielen und zack, wir können den Plan angehen. Wenn's gut läuft, sind wir in weniger als einer Woche draußen. Ja, wenn's gut läuft. Der da gefällt mir nicht. Ja, wir müssen aufpassen, dass der uns nicht in die Quere kommt. Irgendwie bitte? Sorry, weiß auch nicht, wo das gerade herkam. Sag mal, glaubst du, dass es der, von dem die Gerüchte von dem Ausbruch ausgehen? Das könnte schon sein. Auf jeden Fall müssen wir ein Auge auf ihn haben. Ja, da hast du recht. Wie heißt der nochmal? Wunibald. Entschuldigung. Bei eurem kleinen Plan. Also ich glaube, du verwechselst mich da mit jemandem. Ich habe euch genau in der Bücherei gesehen. Und wenn ihr mich nicht mitmachen lasst, dann lasse ich euch auffliegen. Ganz einfach. Du hast gesagt, ja, für eine Kippe oder so kriegst du ein neues Buch, weil ich lese ja gerne und so. Wenn du mich nicht mitmachen lässt, ja? Jo, hey, halt doch dann. Was soll das hier werden, hä? Er weiß vom Plan, Sven. Du machst also auch mit, hä? Siehst eher aus, als hättest du den Mummers, dieser kleine Wichter. Du solltest lieber hier verschwinden. Ja, und zwar mit euch. Aus diesem Gefängnis raus. Sprich so laut, verdammt. Warum sollten wir dich mitmachen lassen? Hm? Weil ihr sonst am Arsch seid, deswegen. Wir können nicht riskieren, dass ihr uns aufliegen lässt. Wir kennen den doch nicht mal. Warum sollten wir dem vertrauen, hä? Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Ich fürchte, das ist recht. Das hört man doch gerne, hä? Wir sehen uns bald. Vanessa? Mhm. Wir haben ein Problem. Was ist passiert? Jetzt bin ich ins Sicherheitssystem gekommen. Doch, da hat alles geklappt, aber der Neue hat sie dabei beobachtet. Was? Er hat was getan? Aber die gute Nachricht, er wird uns nicht auffliegen lassen, wenn wir ihn mitmachen lassen. Nicht dein Ernst, oder? Psst! Heiser, mir gefällt das doch genauso wenig wie dir. Aber... Das ist doch keine Spaßveranstaltung, wo jeder mitmachen kann, der Lust hat. Wir können ja gleich Flyer aufhängen. Wir haben doch keine andere Wahl. Man hat immer eine Wahl. Nein, ich konnte nicht. Er hat Ben bedroht und dann musste ich eben... Ben, ich wusste gleich, dass eine dumme Idee war, ihn einzuweihen. Jetzt schieb's nicht auf Ben. Das hätte jedem von uns passieren können. Ey, wenn der uns das kaputt macht, dann ist es deine Schuld. Ich dachte, das ist mal besser. Was haben wir denn da?
Was? Das ist nicht meine. Da haben wir ja unseren Übeltäter. Auf frischer Tat ertappt. Was? Das heißt jetzt Einzelarrest. Mitkommen! Ich komme ganz sicher nicht mit. Das ist nicht meine. Das ist Widerstand gegen die... Das kann ja jeder behaupten. Diese Ausreden, die kenne ich schon längst. Die hat's wohl jemand zugesteckt oder ähnliches. Also man damit... Warum sonst sollte es in seiner Kapuze sein? Da hinten ist der, den Sie suchen. Danke. Ich behalte euch im Auge. Also gut, gehen wir alles nochmal durch. Naomi. Ich sorge für die nötige Ablenkung. Wir platzieren die Rauchbombe am Südeingang und wenn sie dann hochgeht, scheucht sie da das ganze Gefängnis auf. Bumm! Und keiner wird wissen, was abgeht. Ben, dann kommst du ins Spiel. Ja, dank Naomi konnte ich mich ins Sicherheitssystem hacken. Sobald die Ablenkung anläuft, kann ich ein Zeitfenster öffnen, in dem sich eines der Liefertore öffnet. Das löst aber gleichzeitig den Alarm aus. Also Vorsicht. Aber bis die Wachen da sind, sind sie schon längst wieder weg. Was mache ich dann? Du nimmst die Beine in die Hand. Sobald Ben das Tor öffnet, haben wir genau 20 Sekunden. Hey, halt! Halt, sag ich! Habe ich dich.